wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Bexedo. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arkbau und Co. Oder Building und Co. Gestern gab es leider keine Folge aus verschiedenen Gründen, da unser Root-Server vor und Freitag auf Samstag abgeschmiert ist und Sonntag ging er so halbwegs wieder oder Samstag ging er so halbwegs wieder, dann ging er wieder nicht. Und ja, da konnte man keine Folgen wirklich aufnehmen. Hat sich jetzt aber erledigt. Wir sind jetzt wieder on Tour. Deswegen ist das Video auch heute ein bisschen kürzer als wie sonst. Ich werde heute nicht gerade nichts bauen, sondern euch mehr den aktuellsten Stand zeigen von der Basis, die wir gebaut haben. Ich bin gerade im Spectator-Modus drinne. Und zwar, es hat sich nicht viel getan. Weil es jetzt hier nur die Fortune gekommen, die ich eingebaut habe. Hier zum Ausbrüten. Futtertrüge und Co. Hier ist die kleine Werkstatt. Da fehlen halt noch die Storyboxen. Kann ich aber noch nicht bauen, da ich noch mehr Sachen dafür fahren muss. Die kommen aber auch demnächst noch. Hier halt die Küche. Schon mal. Ja, ein paar Deko-Sachen. Ein Schab. Zweiter Schab. Ein Aufgang kennt ihr gar nicht so mal. Gehen wir mal kurz durch. Hier auch wieder so ein Deko-Teil. Ja, hier ist noch ein bisschen mehr, da ist nicht. Ich bin hinzugekommen. Hier die Gewächshäuser. Ganz normal. Hier habe ich jetzt ein paar Treppen hingebaut, dass man halt nach oben kommt, zu dem, wo man die Drachen halt parken kann. Ja, viel ist halt nicht zugekommen. Das Einzige, was jetzt neu zugekommen sind, sind zwei neue Mods. Man kriegt jetzt die Aberration-Tiere richtig hier, wie Rocktrick-Eier und so weiter. Und dann gibt es noch die von den letzten DLC die Tiere, die komischen hin und her springenden Drachen, keine Ahnung wie die jetzt heißen, und die Gacha soll es hier geben, habe ich noch nicht gefunden, keine Ahnung. Jetzt, wir können ja mal kurz zur Blasbasis rüber gehen. Wie ihr seht, da unten sind unsere Tiere, sind weg. Ja, die habe ich jetzt hier oben gepackt. Da ist sie auch am Bauen, ein Verrückter. Aber ja klar, dass ein Punkt jetzt natürlich hier rumeiern muss. Sieht auch recht nice aus. Auf jeden Fall. Hat auch viel geflucht, wo er es gebaut hat. Ist ganz normal arg halt. Kennt ihr alle. Ja. Was steht als nächstes an zu bauen? Ich möchte gerne eventuell noch irgendwie eine Halle für die Tiere bauen. Da weiß ich aber noch nicht genau, wo ich die hin platzieren werde. Oder wie ich die platzieren werde. Und ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich bauen kann, könnt ihr ja meine Kommentare da lassen. Dann gucke ich mal, was ich hier machen lässt. Ja, in diesem Sinne sage ich mal danke fürs Zuschauen. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich freuen. Über einen Daumen nach oben auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.